schwarze kleine Flecken auf den Äpfeln. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Also letztes Jahr hatte ich Äpfel am Baum, die haben so fast schwarze Flecken gehabt. Und die Flecken, die sind direkt ins Fruchtfleisch mit reingegangen. Und wenn man da abgebissen hat, dann war das ein bisschen, naja, fast ein bisschen bitter. Also ganz, ganz leicht bitter, aber so pelzig war das Fruchtfleisch. Und da habe ich mich jetzt einmal erkundigt und da ist mir gesagt worden, diese schwarzen Flecken, sind so kleine bloß, ne, die eben ins Fruchtfleisch mit reingehen. Die sind eigentlich ungefährlich, man kann die sogar mitessen, das ist überhaupt kein Problem. Aber der Baum, der hat da eine Mangelerscheinung und zwar Calcium hat ihm gefehlt. Also Calcium, ich habe dann gedüngt im Frühjahr meinen Baum, habe auch meinen organischen Biodünger genommen und dieses Jahr, ich habe jetzt gerade geschaut, ich finde keinen einzigen Flecken da an meinen Äpfeln. Damit ich kann es euch leider nicht zeigen, also leider Gott sei Dank muss ich sagen. Ne? Leider kann ich es euch nicht sagen, aber Gott sei Dank für mich, dass wir dieses Jahr keine haben. Ja, also ich meine, das ist vom Hagel, das sind nicht die Flecken. Gell? Wir hatten einmal einen Hagel, da hat es doch ein bisschen reingekaut. Ja, also das ist eine Mangelerscheinung. Wenn ihr nächstes Jahr, also im Frühjahr, euren Baum düngt, denkt, und ihr habt solche Äpfel mit so Flecken immer, dann denkt dran, gebt dem Baum auch einmal ein wenig Dünger mit Calcium. Und dann bin ich gespannt, ob ihr im Herbst schöne Äpfel habt. Also wie bei mir, ich finde einfach keine Flecken. Ach, bin ich froh. Das musste ich euch jetzt unbedingt sagen, weil es ist keine Krankheit. Einfach eine Mangelerscheinung. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video, schaut mal in meinem Shop vorbei und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni.